Liebe Brüder und Schwestern, herzlichen Dank für das freundliche Wort des Grußes. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, steht im Psalm 115. Ich möchte meinerseits der großen Freude Ausdruck geben, in ihrem Kreis sein zu dürfen. Es ist ganz ernst gemeint von daher, weil ich fürchte, dass die evangelische Christenheit in unserem Volk auch die glaubenden Kreise sehr, sehr viel versäumen in diesen Jahren, wo ein Missionsfeld vor die Haustür gelegt ist, sonst schwer zugänglich zum Teil diese Völker an ihren Wohnsitzen, in ihren Staatsbereichen. Und jetzt sind die Leute da und sehr, sehr viele tun genau nichts. Da tun sie stellvertretend einen überaus wichtigen Dienst. Und was besonders wichtig ist, sie stellen Hilfsmittel zur Verfügung, dass Leute, die sich in neuerer Zeit nun doch bewegen lassen, etwas in Händen haben zu tun. Ich halte das möglicherweise auch für entscheidend wichtig aus Gründen unserer Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Es muss ja zuvor das Haus voll werden, Lukas 14, ehe das Haus nicht voll ist, ehe die von Gott vorgesehene Vollzahl nicht eingegangen ist, bricht das Fest nicht an. Aus allen Völkern, Sprachen und Nationen sollen Menschen dabei sein. Und da ist es, so meine ich, nicht ohne diesen Anlass von Gott gefügt, so dass die Völker in seiner so gewaltigen Weise umgerührt wurden, dass aus bisher so verschlossenen Staaten und Volksansiedlungen Menschen ausgeschwärmt sind, ins Abendland, auch in unser Volk, von Gott her gelingt, so dass sie da dem Evangelium begegnen. Frage, begegnen sie ihm? Sie haben sich diese Aufgabe gesetzt, tun praktische Schritte und leiten andere an, diese Schritte zu tun. Wie gesagt, von daher meinen ganz herzlichen Dank. Und nun, worüber sollte ich an diesem Morgen sprechen? Welches Bibelwort sollte ich entfalten? Ich habe mir's lang überlegt. Aber es war eigenartig, es drängten so viele Worte und Aspekte heran, dass ich schließlich zu dem Gedanken kam, in einem Kreis, in dem alle eine so gute Bibelkenntnis haben und kaum ein Wort angerührt werden muss, dann schon die ganzen Zusammenhänge und vieles deutlich wird, da könnte ich es einmal auch so machen, dass ich einfach einmal ein Füllhorn vor Ihnen ausschütte von Schriftworten. Ich denke in 7 Punkten, wie mir die Zeit reicht, die Wegweisung und im Besonderen auch Ermutigung und Tröstung sind. In dieser Aufgabe verschiedene Aspekte. Gottes Geist wird das eine und andere Wort benutzen, wohl nicht alle, aber beim einen dieses, beim anderen jenes, dass es klarer, getrösteter, gewisser weitergehen kann in dieser Arbeit. Und nun diese verschiedenen Aspekte. Ein erstes, die Arbeit geschieht in dem großen Rahmen, den uns die Schrift zeigt für die Völkermission. Da ein konkreter, vielleicht kleiner Platz,
Aber es ist wichtig, diesen großen Rahmen immer vor Augen zu haben. Der Rahmen spannt sich von 1. Mose 12, Vers 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Jesaja 49, Vers 6, es ist mir nicht genug, dass du die Zerstreuten meines Volkes zusammenbringst. Du sollst mein Heil sein bis an die Enden der Erde. Also vom Alten Testament über den Missionsbefehl, Schluss Kapitel 28 Matthäus und Apostelgeschichte 1, 8, ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde, bis hin dann an den eschatologischen Horizont, bis zu der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu, Matthäus 24, Vers 14, zu einem Zeugnis für alle Völker, und dann ist das Ende, Telos, heißt das Ziel, Dach. Und es wird dann Offenbarung 7, Vers 9 gesagt, nicht nur, dass alle Völker das Evangelium erfahren, dass sie davon berührt werden, sondern dass auch aus allen Völkern Menschen sind, die das Evangelium angenommen haben und in Ewigkeit Gott und unserem Herrn Jesus Christus ihr Heil danken. Offenbarung 7, Vers 9, jenes wunderbare Wort, aus allen Völkern und Sprachen und Nationen eine unzählbare Schar aus allen Völkern, auch die sehr verschlossen scheinen. Die Tür zu ihnen hinein war verschlossen. Die Tür aus ihnen heraus ist nicht gleicherweise verschlossen. Und so ist uns eine Chance und ihnen eine Chance gegeben. Römer 11, Vers 25. Im Ganzen muss eine Vollzahl eingegangen sein. Und dann bricht das Fest an. Kapitel 14 im Lukas-Evangelium, vorher, solange noch Raum da ist, hat der Bote zu eilen, das Fest hebt an, wenn die von Gott vorgesehene Vollzahl aus den Völkern, nicht die Völker als Ganze, sondern aus den Völkern, so steht Offenbarung 7, Vers 9, eingegangen ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Wort in 2. Petrus 3, Vers 12 wartet und eilet auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Auch übersetzt werden kann, wartet und beschleunigt. Das ist dieses Beschleunigen. Wenn wir wollen, dass das Ziel bald erreicht ist, dass unser Herr in Herrlichkeit erscheint, dass er seine Gemeinde zu sich holt und mit ihr zusammenkommt, wenn wir das wollen, dann gilt es zu eilen, der Bote zu sein, der eilt. Das, wie gesagt, ist der ganz, ganz große Horizont, Rahmen, in dem wir arbeiten, ein überaus hoffnungsfroher Rahmen, sodass auch über den dunkelsten Stunden und den entmutigsten Situationen ein Glanz der Vorfreude liegen darf. Ein zweites, wovon ich reden möchte. Die Grenzenlosigkeit des Erbarmens Gottes. Der Prophet Jona hat, das ist eine Bibelstelle, die vielen nicht so richtig bekannt ist, 2. Könige 14, 15 und 25 und 26 wollte ich sagen. Israel das Erbarmen Gottes verkündigen lassen, verkündigen dürfen. Sie wissen vielleicht den geschichtlichen Zusammenhang jener Zeit. Es sind die Aramäer, die Syrer stark geworden. Das Volk war umdrängt. Und dann hat er ihnen einen ankündigen dürfen, weil
es Gott jammerte um dieses Volk, auch seine äußere politische Situation, und hat ihnen einen Mann geschickt, der zwar geistlich wenig bedeutete, aber politisch ihnen Hilfe brachte, Jerobeam dem Zweiten, und den durfte eben dieser Jona ankündigen. Da war er ganz dafür, dieser Prophet Jona, dass er diese Barmherzigkeit Gottes verkündige und dass er sie schenke für Israel, für diesen beschränkteren Bereich. Aber wie er hätte nachher Buße predigen sollen. Ninive, damit sie vor dem Gericht bewahrt blieben, da war er absolut nicht so sehr dafür. Deshalb ist er geflohen. Interessant, wie er es nachher ausspricht, sogar im Gebet vor Gott, Jona 4, Vers 2, und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch noch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Und das wollte er nicht. Und er wollte sogar nachher sterben. Der Elia, mit den gleichen Worten sagt er es wie der, der wollte sterben, weil Gottes Wort nicht gehört wurde. Der wollte sterben, weil Gottes Wort gehört wurde. Er hat Ninive die Barmherzigkeit Gottes nicht gegönnt. Nun muss man wissen, Ninive, Assyrien, war die drohende Wolke am Horizont jener Jahrzehnte. Ein sonderlich grausames Volk, viel mehr berüchtigt als etwa die Babylonier. Und er hat gehofft, wie Gott ihm sagte, Ninive wird untergehen. Da hat er gedacht, prima, da bin ich ganz mit einverstanden, dann ist die assyrische Bedrohung im Nordosten, wir kennen ja eine gewisse Parallele, im Nordosten, dann ist die weg vom Horizont und die Sonne scheint. Und deshalb hat er ihnen das Evangelium nicht verkündigen wollen. Evangelium, sage ich, die gute Nachricht, dass sie die Chance haben, noch gerettet zu werden, denn Gott ist ja, so sagt er selber, barmherzig, gnädig und von großer Güte. Dass er das Israel zuwendete, dafür war er, nicht aber gegenüber Assyrien. Die Frage ist, ob nicht auch wir, vielleicht so in unserem Herzen, unausgesprochen, gern doch ein wenig, ich meine nicht Sie, ich meine so unsere abendländische Christenheit, unsere frommen Kreise, die Barmherzigkeit Gottes ein wenig gepachtet haben wollen. Allein für Sie, allenfalls noch, für unser Volk, für die abendländische Christenheit. Und dann allenfalls noch, man hat da nur Kunde aus schönen Berichten und guten Blättern, fern in Übersee, aber die so andersartigen Leute, die bei uns herumlaufen, da heißt so schwäbisch gesagt, das sind halt andere Leute. Sie verstehen es wohl alle, gell? Und die interessieren dann nicht so, die sind außerhalb der Grenze, die interessieren nicht allenfalls als Müllkipper, gell? Aber nicht als Menschen, als zur Seligkeit Berufene. Nun, die sind nicht Assyrien, die bedrohen uns nicht in diesem Sinn, aber dennoch, und gute Elemente gibt's auch unter ihnen, die gibt's auch unter uns und bei uns. Auf jeden Fall merke ich, dass es viel leichter ist, ferne Angehörige fremder Völker den Leuten lieb zu machen, in Missionsberichten und in Berichten, in Blättern, aber die, die man so alle Tage vor Augen hat, die auf dem Hauptbahnhof in Stuttgart herumlungern und die im Nachbarhaus wohnen, da ist das erheblich schwieriger. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen,
die Grenzenlosigkeit der Barmherzigkeit Gottes, dass sie allen Menschen gilt. Gott will, dass alle gerettet werden. So heißt ja das Wort wörtlich. Auch die so ganz andersartigen Leute, auch die, die uns vielleicht gar nicht immer so sympathisch sind, auch die, von denen wir den Eindruck haben, die dringen durch alle Ritzen und Fugen herein, sie alle sind gemeint. Denn auch wir leben von dieser Barmherzigkeit. Wir, die wir einst, unsere Vorfahren in den Urwäldern Germaniens lebten, wenn das Evangelium unter Israel geblieben wäre oder allenfalls noch im östlichen Mittelmeerraum, unsere ganze Geschichte und unser persönliches Leben so ganz anders. Weil uns denn Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde. Das war das Zweite. Noch einmal die Schriftstelle in 2. Könige 14, Vers 25 und 26. Da ist der Jona für die Barmherzigkeit. Dann Jona 4, 2, da war er nicht dafür. Aber der Herr erbarmt sich aller seiner Werke. Er erbarmt sich aller seiner Werke. Das Dritte. Die für diesen Dienst nötige Beweglichkeit. Beweglichkeit. 1. Korinther 9, 22. Ich bin allen alles geworden, auf dass ich ihre etliche gewinne. Es hat Martin Luther über die Kindererziehung folgendes feine Wort gesagt. Als Gott Menschen ziehen wollte, ist er Mensch geworden. Wenn wir Kinder ziehen wollen, müssen wir Kind werden. Hier gilt, wenn wir diese Menschen zu Jesus ziehen wollen, dann müssen wir sie aufsuchen. Nicht nur äußerlich, auf sie eingehen, sich in ihre Situation hineindenken. Das ist Liebe Christi. So hat Gott in Jesus Christus im Blick auf uns Menschen gemacht. Die Väter haben gesagt, der Heilige Geist hat Takt, gibt dieses Feingefühl bis hin auch in ihr ganzes Denken, in ihre Kultur, dass wir sie im Innersten zu verstehen brachten. Nicht um uns ihnen anzupassen, das gibt's heute auch. Nicht um so auf sie einzugehen, dass wir in ihnen aufgehen, sondern und bei ihnen stehen bleiben, sondern so, dass wir sie eben zu Jesus bringen. Zu Jesus bringen. Ich bin allen alles geworden. Den Juden, Jude, den Griechen, Grieche, den Schwachen, Schwach, den Starken, Stark. So dieser Missionar, Paulus, das soll auch unser Missionar sein, bestimmen. Übrigens auffallen, wie bescheiden er seine Zielsetzung bezeichnet, auf dass ich ihre etliche gewinne. Er ist gar nicht entmutigt weggegangen von Athen, wo es wenige waren. Er hat nicht gemeint, es müsste überall eine große Erweckung sein wie in Ephesus. Große Erweckungen sind nicht die Regel. Sie sind eine Ausnahme in dieser Weltzeit. Sie sind Zeichen, aber eben wie Zeichen sind nicht die Regel, eine Ausnahme. Das etliche Gewinnen, das ist die Regel. Und dennoch hat dieses Evangelium, man möchte sagen, die Welt erobert, vieler Menschen Herzen gewonnen und umspannt jetzt den Erdball. Bei diesen bescheidenen Zielsetzungen. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich fast meine
meinte, erzwingen zu müssen, dass in Korntal, in der Gemeinde, in der ich tätig war, und in Württemberg, wo ich diese Aufgabe der Hofackervereinigung es ja fast im Gebet anstürmend bei Gott erzwingen wollte, dass er doch eine Erweckung gäbe. Da sagte mir ein weiser alter Bruder, der alte Pastor Lizenziat Brandenburg, der auch früher Leiter von Licht im Osten war, das gute Wort verachte nicht das Wasser zu Siloa, das da stille fließt. Es muss nicht immer gleich eine Überschwemmung sein, ein Wolkenbruch, da geht auch viel Geröll mit, verachte nicht das Wasser zu Siloa, das da stille fließt. Auf das ich ihre etliche gewinne, das ist alle Mühe wert, alles Einfühlen wert, einen ein paar Schritte weiterzuführen, vielleicht tun wir gar nicht das Ganze. Gott hat viele Pfeile in seinem Köcher. Anderes tut er wieder durch andere. Nicht darauf kommt es an, dass wir ein Ganzes tun, sondern dass unser Herr ein Ganzes tut. Aber schon einen Schritt weiterzuführen, einen Menschen, ist etwas Großes. Luther hat gesagt, niemand lasse den Glauben fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat tun würde. Das ist eine solche große Tat. Und wir wollen es Gott zutrauen, dass er so etwas durch uns tut. Davon gleich nachher, von diesem Zutrauen. Aber ich möchte bei diesem dritten Punkt noch anfügen, den Punkt von der Beweglichkeit. Das schließt ein, diese Beweglichkeit schließt ein, die Leidensbereitschaft. Hebräer 12, Vers 3, diese Stelle möchte ich in diesem Zusammenhang zitieren. Gedenket an den, der ein solches Widersprechen von den Sünden erduldet hat, der ein solches Widersprechen von den Sündern erduldet hat, dass auch ihr in eurem Mut nicht ablasset. Dieses Widersprechen von den Sündern war ja lang auch unser Widersprechen. Wir haben ihm so widersprochen, offenkundig oder verborgen. Vielleicht tun wir es noch immer wieder, dass sich unser alter Mensch ihm widersetzt, einen so unscheinbaren Dienst nicht tun will, das Vertrauen zu ihm nicht festhält, sondern wegwerfen will und müde, verzagt, ungeduldig werden möchte, mehr Ehre erwartet und Anerkennung und so weiter. Gerade auch wir, die wir so viel schon vom Herrn empfangen haben, ihm immer noch so viel Mühe machen, da werden wir geduldig und langmütig auch im Blick auf andere, die uns Mühe machen. Jesaja 43, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und Mühe mit deinen Missetaten, gilt für uns ganz persönlich auch. Nicht nur am Kreuz von Golgatha, auch in unserem Leben, auch gestern und heute. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und Mühe mit deinen Missetaten. Und er macht sich gern das Geschäft mit uns, gern. Da wollen auch wir willig sein, uns Mühe machen zu lassen, Widersprechen zu begegnen und wollen geduldig sein, so wie er an der Tür steht und klopft. Nicht mit dem Brecheisen dasteht, sondern klopft mit der ganzen Behutsamkeit. So wollen auch wir es halten. Das noch ein Nachtrag zu dem dritten Punkt, mit der Beweglichkeit. Das vierte, was ich vor dem schon andeutete, es ist nicht umsonst. Nicht, dass wir das immer ablesen könnten.
in die Statistik eintragen, vorweisen. Wir können es vorweisen, aber wir können es vorweisen aus der Schrift. Da steht's, und ich will Gottes Wort mehr glauben als meinen eigenen Augen. Auch was die Frucht unserer Arbeit betrifft. Jesaja 55, Vers 11. Mein Wort wird nicht leer zurückkehren. Es wird ausrichten, wozu ich es sende. Aber gesprochen muss es werden. Gesprochen durch unseren Mund. Sonst kann es nicht ausrichten, was es ausrichten soll. Jeremia und viele andere hätten am liebsten Gott gekündigt. Und vielleicht wir manchmal auch. Aber es ist ihm wieder und wieder das Wort in den Mund gelegt worden und uns auch. Es ist nötig, es auszurichten. Und wir dürfen damit rechnen, nicht vergeblich. So schließt ja Paulus das große Kapitel von der Auferstehung, 1. Korinther 15. Nehmt zu, seid unbeweglich, unerschütterlich in eurer Arbeit. Eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Weil ihr ja wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wie wird die Welt oft frustriert? Wie wird sie, wie gelähmt durch den Gedanken, ist doch alles für die Katz. Ein Generaldirektor einer Firma hat sich eingesetzt, noch und noch. Und dann ist der Konzern umgebildet worden, sein ganzes Lebenswerk wurde über den Tisch gestreift. Er konnte noch nicht eigentlich in dem Alter in Pension gehen, das ist ihm angeboten worden. Und der Mann ist hier schwermütig geworden. Alles umsonst. Alles ein Beschluss eines solchen Konzerns. Die Umbildung und alles vom Tisch, einschließlich zahlreicher Arbeitsplätze, für die, um die ich mich gesorgt habe. Dieses schreckliche Wort umsonst, dieses schreckliche Wort vergeblich, steht nicht im Wörterbuch der Christen. Eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Das heißt, was man auf seine Weisung tut, was man mit seinen Mitteln tut, mit Wort und Geist und Tat der Liebe, und was man ihm in die Hände legt, das heißt in dem Herrn, worin man sich leiden ließ, nicht vergeblich in dem Herrn. Und wenn man gleich meint, ach, dieses Jahr in der Rückschau, was ist denn herausgekommen bei der Arbeit unter diesen Ausländern? 0, nichts, nicht vergeblich in dem Herrn. Wir werden es wiederfinden in der Ewigkeit. In Markus 4 steht das kleine Gleichnis, das nur Markus hat, Markus 4, 28, von der stillwachsenden Saat. Da wird ein Bauer gezeigt von Jesus, der seinen Acker besät und heimgeht und sich in der Nacht ins Bett legt und auch gut schlafen kann, denn er hat gewusst, meine Saat ist im Boden. Und hat ein anderes getan und weiß gar nicht, was da alles läuft in seinem Acker. Aber der Saat ist im Boden und der Saatgut hat's in sich und der Acker hat's in sich, dass nachher Saat dasteht, Ernte dasteht, Frucht gebracht wird. Das ist mir sehr hilfreich, dieses kleine Gleichnis. Wir sind oft von der Art, dass wir ja säen. Kommt denn etwas dabei heraus?
dass wir gleich gewissermaßen nachscharren im Boden, ob denn da vielleicht die Saat keimt, aber das tut der Saat gar nicht gut, wenn gleich nachher einer scharrt. Dass wir eben meinen, wenn wir es nicht tun, dann sei es nicht getan. Dieses Gleichnis sagt von beidem, du musst sehen, aus nichts wird nichts. Das heißt, du musst das Wort bringen. Aber dann darfst du wissen, das andere tut Gott. Diese Saat hat's in sich. Die keimt, da wächst etwas draus. Der Same ist das Wort Gottes, steht in Lukas 8. Und aber auch weiter, auch das Menschenherz ist so angelegt, dass es Gott Frucht bringt. Der Bauer hat gewusst, mein Acker ist dieses Stückchen Land, diese 15 Ahr sind nicht eine Mondlandschaft. Wir haben vor etlichen Jahren ja die vielen Bilder gesehen von einem ganz, ganz ungeeigneten Gelände für Saat und Ernte eben auf dem Mond. Und manchmal tun wir so, als sei das Menschenherz für Gottes Wort eine Mondlandschaft. Etwa unter Leuten des Islam. Aber da wird gesagt, das wächst, da wächst etwas draus, du siehst nicht hin, darfst nicht gleich nachgucken wollen. Da steht im Griechischen ein Wort, das wir als Fremdwort kennen, Luther übersetzt von selbst, Automate. Automatisch. Ohne Zutun. Es steht sogar da, er geht heim, er steht auf, er schläft, er arbeitet Nacht und Tag und die Saat wächst, ohne dass er's weiß. Liebe Freunde, lasst uns beides tun. Einmal sehen, sehen und noch einmal sehen. Von nichts wird nichts. Und dann das andere, lasst uns auch dieses große Vertrauen haben zu der guten Saat, dass sie im Boden ist, kann niemand mehr rückgängig machen. Und lasst uns auch das Vertrauen haben, dass Menschenherzen auch heute in einer so säkularisierten Zeit auch die Herzen dieser fremden Völker, der Glieder dieser fremden Völker keine Mondlandschaft sind für Gottes Wort. Nicht umsonst. Doch ein letztes Wort bei diesem Punkt, Haggai 2, 4. Kapitel 2, Vers 4 im Propheten Haggai, wo sie auch verzagt waren und dann heißt, seid getrost und arbeitet. Das Wort trösten heißt im Deutschen ursprünglich, und das ist eine feine Bedeutung, die dieses Wort hat, wieder stark machen durch eine gute Nachricht. Da sind einem die Arme heruntergehangen, man war wie gelähmt aus Entmutigung, aus Resignation. Und dann hört man eine gute Nachricht und jetzt kriegt man wieder Kraft und kann zupacken. Was ist diese gute Nachricht? Da steht dann weiter bei diesem Propheten Haggai, seid getrost und arbeitet, denn ich bin mit euch. Denn ich bin mit euch. Einer mit Gott ist immer in der Majorität. Und wenn wir da vor den Wohnungstüren sind, vor Deutschen oder Ausländern, wenn wir den Eindruck haben, die Türen sind verschlossen, die wollen doch von all dem gar nichts wissen. Der Kämmerer aus Mohrenland, der ist gekommen, um etwas von Gott zu hören. Nicht um etwa Handel zu treiben in Jerusalem. Aber die sind gekommen, um hier ihr Brot zu verdienen, es zu etwas zu bringen und nicht um das Evangelium zu hören. So spüren wir das Desinteresse. Aber noch einmal, ich bin mit euch. Und da kann auch Herzen auftun, wie der Lydia in dieser fremden Stadt
wo doch die Leute in dieser vorderasiatischen Welt besetzt waren von tausend anderen Weltanschauungen, die um sie warben. Unser Herr kann das Herz auftun. Ich bin mit euch. Vor 160 Jahren sind in Korntal, in der Gemeinde, in der ich so lange Pfarrer war, Heime gegründet worden. Kinderheime für verwaiste Kinder, auch Schülerinternate und Schulen unter schwierigsten Umständen. So wenig nach den napoleonischen Kriegen hat die Arbeit begonnen. Es war eminent schwierig. Die Öffentlichkeit hat sich gegen die Dinge gestellt. Und sie hatten schwache Kräfte, wirtschaftlich und personell und in jeder Hinsicht. Einer der maßgebenden Leute bei der Gründung und in den späteren Jahren war ein Mann, der den Namen Johannes Kullen hatte. Die Kullen sind eine Schullehrerfamilie in Württemberg, in Hülpen, eine pietistische Familie, die über Jahrhunderte in dieser pädagogischen Arbeit stand. Übrigens, die Mutter von Wilhelm Busch war auch eine geborene Kullin von Wilhelm und Johannes Busch und die Großmutter von Rolf und Winrich Schäffbuch und von Hans und Konrad Eisler und so. Das ist alles so die gleiche Familie. Kurz, dieser Johannes Kullen, der vor 160, 150 Jahren die Arbeit hatte, hat erzählt, wir haben da mal was so wie einen Familientag gehabt. Und da sollte ich ein Festgedicht machen, das gehörte dazu. Aber als dann der Tag da war, erschien er vor der Versammlung und erstattete Fehlanzeige. Er sei zu keinem Gedicht gekommen, denn auf Kullen habe sich gar nichts reimen wollen als bloß Nullen. Und dann hat er weitergemacht und gesagt, aber genau so stimmt die Richtung. Kullen sind Nullen, aber unser Herr ist die Eins davor, die den Nullen einen Wert gibt. Das heißt, seid getrost und arbeitet, denn ich bin mit euch. Unser Herr Jesus hat sogar ausdrücklich den Namen, er soll Immanuel heißen, steht Matthäus 1, den Namen, dass er mit uns sein wird. Immanuel, das ist verdolmetscht Gott mit uns. Er ist der Gott mit uns in Person, der sagt, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das kann uns trösten. Das war diese Verheißung. Nicht umsonst. Ich will mich beeilen. Der fünfte Punkt, die Vollmacht zum Dienst, hat man nicht nur ein für allemal, sondern muss man von Fall zu Fall erbitten. Gerade wenn man so vor Türen steht, wenn man sich Menschen zuwendet, fremden Menschen, von Fall zu Fall erbitten. Die Schriftstelle hier, Lukas 11, 5 und folgende. Ein mir sehr liebes und wichtiges Gleichnis, nämlich von dem bittenden Freund. Sie erinnern sich alle an diese Geschichte, die Jesus erzählt. Da bekommt einer mitten in der Nacht Besuch. Vielleicht kommt der Mann mit seiner ganzen Familie an um Mitternacht. Denkbar ungeschickte Zeit, aber der hat sich vielleicht verspätet auf dem Weg oder es ist was Schwieriges dazwischen gekommen. Auf jeden Fall mitten in der Nacht kommen die an. Und die Leute haben einen Bärenhunger und er hat rein nichts, was er ihnen vorlegen könnte. Das war für ihn ganz schwierig, denn im Orient Gastfreundschaft nicht so wichtig als das. Das wäre also furchtbar gewesen, wenn er diesen Leuten hätte nichts vorsetzen können. Und er hat keinen anderen Weg gewusst, als seinerseits zu seinem Freund zu gehen, mitten in der Nacht und bei dem zu klopfen, dass er ihm einige Brote leiht. Der erste muss gar nicht arm gewesen sein. Vielleicht hatte die
Frau schon den Vorteig gerichtet, am anderen Morgen gab's Brot oder gegen Mittag, aber jetzt eben war so viel Licht da, dass er diese Münder satt machen konnte. So stand er vor der Tür des anderen und klopfte. Aber da ging da oben nur der Laden ein wenig auf und der da oben sagte so laut, dass der da unten wissen konnte, wo er dran war, und so leis, dass die Kinder, die bei ihm in der Kammer waren, in dem einen gemeinsamen Zimmer der israelitischen Familie, es nicht hörten und nicht gestört wurden, er soll gefälligst machen, dass er fortkomme. Man versteht, der Mann musste so über die Kinder rübersteigen, da auf der Matte, hat ein Kind geweint, hatte Schmerzen und endlich zum Glück ist in den Schlaf gekommen und jetzt diese unliebsame Störung und dann unten die Balge wegnehmen, mit denen man damals die Türen verkeilte, um gegen Einbrecher und Räuber sicher zu sein, das war eine Zumutung. Aber der da unten blieb stehen, einfach stehen, ging, wie man so im Schwäbischen sagt, nicht von der Tatz. Sondern nach einiger Zeit klopfte er wieder, vielleicht diesmal noch leiser. Und da oben öffnete sich wieder der Laden und dieselbe Auskunft noch einmal. Wenn der Mann irgendeine andere Möglichkeit gesehen hätte, dann wäre er ganz bestimmt gegangen, aber er sah keine. Und die Leute ungegessen lassen, eine Unmöglichkeit. Und so blieb er stehen und stehen, bis es dem da oben zu dumm war und er bloß, um den Mann loszuhaben, los zu sein, runterging und ihm die gewünschten Brote gab. Jesus schließt dann vom Schlechteren auf das Bessere, wenn schon so ein ungefälliger Mensch schließlich doch nur um des unverschämten Bittens willen gibt, wie viel mehr der grundgütige Gott. Weshalb mir dieses Gleichnis so wichtig ist, das ist genau die Lage, in der wir uns befinden, wenn wir Menschen etwas geben, tun und sein sollen. Wir haben doch von uns aus rein nichts. Es ist nötig, dass wir, wenn so jemand an unserer Tür ist oder wir an der Tür eines Menschen, zuvor an einer anderen Tür stehen, an der unseres Gottes, und beten und flehen. Vielleicht sind jetzt gerade auch diese Tage solche Tage, wo Sie diese Aufgabe tun wollen, aber sie ist nötig von Tag zu Tag, von Fall zu Fall. Das war das Geheimnis, wenn ich recht sehe, der gesegneten Verkündiger in der Vergangenheit, Männer und Frauen. Nicht, weil die so viel genialer gewesen wären, nicht, weil die so viel schlagfertiger gewesen wären. Die Schlagfertigkeit macht meist gar nichts, als dass der andere das Visier schließt, weil er eins vor den Latz bekommen hat, und Dritte lachen. Dass die Schlagfertigkeit nützt wenig in Sachen des Evangeliums. Nicht, weil sie so viel geschicktere Methoden gehabt haben, sondern ich habe sehr genau wahrgenommen in den Briefen und Tagebüchern von Ludwig Hofacker, der in 4 Jahren Dienst eines kranken jungen Mannes, der mit 30 Jahren starb, eine Erweckung unseres Landes bewirkt hat. Dieser Ludwig Hofacker, und der bis hinein ins asiatische Russland unter Deutschen bis heute wirkt mit seinen Predigtbüchern, die heute in 51. Auflage erschienen sind. Was war das Geheimnis? Dass der Mann, wiewohl er seine Predigt sorgfältigst vorbereitet hatte mit Punkt und Komma und ein glänzendes Gedächtnis hatte und eine gute Redegabe, dass er noch, als schon die Kirchen voll und übervoll waren, noch auf den Knien lag und vor seinem Herrn flehte und sagte, ich habe ja gar nichts, was ich den Leuten geben könnte. Füll du mir die Hände, sonst ist das alles Leerlauf,
sonst sind da Sandkörner so richtiges, es ist, was ich sage, und nicht Saatkorn aus deiner Hand. Vollmacht zum Dienst von Tag zu Tag, von Fall zu Fall will erbeten sein. Das macht diese Stelle deutlich. Ein sechster Punkt. Wichtig ist die Geistesleitung in unserem Dienst. Es sind im Besonderen zwei Beispiele im Neuen Testament erzählt von Ausländermission. Und zwar Arbeit an Einzelnen zunächst. Das ist die Geschichte, Apostelgeschichte 8, 26 und folgende von dem Kämmerer. Da tat der Philippus Ausländermission. Und wenige Kapitel später, das übernächste, Kapitel 10, Petrus im Haus des Cornelius. Bei beiden wird deutlich, wie sehr sich diese Männer leiten ließen von dem Herrn, von Gottes Geist. Und der Geist sprach und hat den Philippus herausgerissen aus der blühenden Arbeit in Samarien. Und er hat nicht gesagt, heute Abend noch die Abschlussversammlung und das familiäre Zusammensein, das schulde ich dieser Gemeinde. Da wäre der Kämmerer durch gewesen. Es heißt, und allzu bald. Und dann hat ihm Gott auch das Herz des anderen zubereitet, hat ihm die richtige Seite aufgeschlagen in seinem Buch. Und dann wieder der Wink des Heiligen Geistes, aufhalte dich zu wagen. Auf jeden Fall möchte ich sagen, im Gebetsumgang mit dem Herrn bekommen wir die Wegleitung auch im Einzelfall. Wir müssen nicht Stimmen hören, wir müssen gar nicht auf Eingebungen warten. Aber wenn wir im Gebetsumgang mit unserem Herrn stehen, dann werden wir die Einsätze, die unser Herr uns gibt, wie der Dirigent etwa in einem polyphonen Satz einer einzelnen Stimme, dann werden wir es wahrnehmen und befolgen können. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Aber so wie die Leute dieser einzelnen Stimme oder so ein Solist die Augen am Dirigenten haben muss, um das Einsatzzeichen wahrzunehmen, so ist nötig von unserer Seite der stete Gebetsumgang, wenn wir Segensvolles ausrichten wollen. Das war Apostelgeschichte 8, 26 und folgende und Apostelgeschichte 10. Das siebte und letzte: unser bisschen Dienst zwischen den großen Diensten unseres Herrn. Am Anfang steht sein Dienst für uns. Einleitung zur Passionsgeschichte. Johannes 13, 1. Wie er hatte geliebt die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. Hat nicht gesagt, jetzt habe ich ihnen gepredigt, ich habe ihre Kranken gesund gemacht, ich habe sie mit viel Geduld getragen, jetzt ist aller Ehren wert, jetzt gehe ich wieder heim in meinen Himmel zu meinem Vater. Nein, wie er hatte geliebt die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. Bis zum letzten Blutstropfen und Atemzug tat er uns den Dienst. Und hat gesagt, gewissermaßen, ja, wenn schon gestraft werden muss, dann will ich gestraft werden. Er sah uns zukommen wie unaufweichlich auf seinen Richterthron in Ewigkeit, wie zusammengewachsen wie mit unserer Schuld. Es hat ihn erbarmt, er ist niedergetreten, hat die Schuld von unserer Schulter genommen. Und hat gesagt, wenn schon verurteilt werden muss, dann will ich verurteilt werden. Wenn schon gestorben werden muss unter dem Gericht, dann will ich so sterben. Das ist sein Dienst in der Vergangenheit. Und dann sein Dienst in der Zukunft.
Die Väter haben gesagt, das sei die größte Verheißung in der Bibel überhaupt. Lukas 12, Vers 37. Jesus redet im Gleichnis: Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich aufschürzen und wird sie zu Tisch setzen und zu ihnen treten und ihnen dienen. Das Bild ist folgendes. Der Chef musste weg, der König musste verreisen. Er wusste nicht genau, wann er wiederkomme, auf jeden Fall wussten es die Knechte nicht. Aber irgendwie heute Abend oder in dieser Nacht musste er wohl kommen. Und diese Knechte in diesem Schloss, in dieser Königsburg, die hatten ihren König so lieb, dass sie dachten, und wir bleiben auf. Die Lichter blieben brennen, die Türen waren offen, sie befanden sich im Dienst. Er soll, wenn er kommt, nicht ein totes Haus vorfinden, nicht ein geschlossenes Haus, wo er erst klopfen muss. Wir wollen ihm Freude machen, er soll merken, wie sehr wir auf ihn gewartet haben, wie sehr wir ihn auch lieb haben. So wollen wir von ihm angetroffen werden. Es geht fast die Nacht herum, mitten in der Nacht oder gegen Morgen, dritte Nachtwache, da kommt er. Und nun sagt Jesus, dieser König tut das für die damaligen Sozialverhältnisse erst recht Außerordentliche, dass er sagt, Leute, das freut mich jetzt außerordentlich, dass ich euch so antreffe, dass ihr euch so auf mein Kommen eingestellt habt. Jetzt machen wir so. Jetzt sitzt ihr rein in den Salon und ich gehe in die Küche. Ich binde mir die Schürze um, ich richte was für euch. Ich wart euch jetzt auf. So sagt Jesus. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich aufschürzen und wird sie zu Tisch setzen und zu ihnen treten und zu ihnen und ihnen dienen. So beschreibt Jesus, wir wagen es kaum auszudenken, seinen Dienst, den er uns in der Zukunft tut. Vor unserem bisschen Dienst, sein wunderbarer Dienst von Golgatha. Und nach unserem bisschen Dienst, dieser unbeschreiblich wundervolle Dienst. Und dazwischen das, was wir ihm heute tun. Wollen wir da nicht brennend sein? Wollen wir da nicht eilend sein? Wollen wir da nicht unbeirrt sein? Wollen wir uns da nicht enttäuschen lassen, auch wo es entmutigend zugeht, wenn wir einen solchen Herrn haben? Die Väter haben gesagt, er ist es wert, dass man ihn ehrt und sich in seinem Dienst verzehrt. Ich weiß, liebe Brüder und Schwestern, ich habe viel, ich habe zu viel, auch von zu vielerlei gesagt. Aber das sind lauter Dinge gewesen, die sich mir ja fast aufdrängten im Gedanken an Sie, an ihren wichtigen, auch schweren Dienst. Und ich wollte Ihnen das einfach einmal in dieser Fülle sagen, sozusagen das Füllhorn von Ihnen ausschütten. Nicht jedes Wort wird gleicherweise zu Ihnen gesprochen haben, aber es ist meine Bitte und auch meine Zuversicht, dass für jeden das eine oder andere Wort gesprochen hat. Anleitend, ermutigend, tröstend. Unser Herr segne Sie in Ihrer wichtigen Arbeit. Danke.